Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Enemy. Ich bin's, der Black. Noch ein einziges Mal, ein allerletztes Mal, eine nachgestellte Folge. Ab morgen, oder ab übermorgen besser gesagt, ab der nächsten Folge geht's dann wieder mit Originalfolgen los. Das heißt, wir werden heute sozusagen den Abschluss machen. Wir haben auch schon ordentlich abgeschlossen und abgeschossen, indem wir hier erstmal noch ein Silikon machen. Logik, Silizium. Komm, hauen wir noch ein Silikon rein. Ja, wie gesagt, wir brauchen noch Festplatten und wir brauchen noch ein Interface, dann haben wir ein ME-System, was funktioniert. Ein funktionierendes, funktionelles ME-System, was ich so nebenbei ab und zu immer mal gemacht habe. Ist hier ein Loch in der Etikette zu haben? Das habe ich nie gemacht. Das machen wir direkt mal zu. Das darf so nicht sein. So und so, das nehme ich mit. Und ich habe halt immer so nebenbei natürlich unsere Netherwarzenfarm ein bisschen erweitert. Hier drin haben wir auch irgendwo noch reinen Fluix-Kristall liegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch gebraucht habe oder nicht. Ich glaube schon, weil für irgendwas war der doch. Und sonst habe ich den ja nicht angesetzt. So, nichtsdestotrotz haben wir hier drin jetzt endlich das hier. Müssen natürlich noch so. Halt erstmal das raus. So, so, so. Ich leg das mal alles ein bisschen nebeneinander. Das würde gar nicht mal so unschlecht aussehen. Geht's schneller. Der Gravurdrucker. Ich freue mich, dass das jetzt so gut klappt. Ist natürlich ärgerlich gewesen, dass ich die ganze Aufnahme neu machen musste. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt bei Aufnahmezeit 2 Stunden, 22 Minuten. Anders als beim letzten Mal, da war ich schon über 4 Stunden. Insofern habe ich einiges an Zeit gespart, indem ich das halt nachstelle. Viel Geduld vor allem musste teilweise haben beim Gül, weil der alle paar Minuten rauchen geht. Alle ein, maximal spätestens 2 Folgen, muss der mal irgendwie ein paar Minuten weg. Muss unbedingt rauchen, muss unbedingt dieses, muss unbedingt jenes. Das nervt manchmal tierisch. Also wenn ihr mal mit dem Gül aufnehmen wollt, richtet euch da darauf ein. Der ist ein Suchti. So. Und wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich es hier nachstellen wollte. Der Dü selbst, das kann ich ja jetzt erzählen, der war eigentlich lieber dafür, zu sagen, ja, ich stelle das jetzt nicht nach. Reiner Zertusquartz. Das geht aber noch mit normalen, okay. Der Dü selbst, der war eher auf der Schiene, sagt, ja, hier, wir nehmen es nochmal neu auf. Aus naheliegenden Gründen. Der hat ja die beiden letzten Arena-Kämpfer verloren und tatsächlich ist es bei ihm eher so, dass er, sagen wir mal, eher aufs Arena-Kämpfen aus ist, als auf irgendwas anderes, was eigentlich schwachsinnig ist. Aber, ja, ist halt so. Halt, das war das Verkehrte. 1 KME, so. Jetzt aber. Okay, 6 1 KME-Speicherzellen haben wir. So. Dann noch so. Und damit hätten wir eine. Ja, eine besser als Truhen, das ist toll. Kann ich leider nicht stacken, wie es aussieht. Dann hau ich mal das Zeugs hier rüber kurz. Und das brauche ich nicht. Die Gravurdrucker auch mal ganz kurz, den Flugskristall ebenso. So, plupp. Rein damit. Und schon hätten wir das. Was wir noch brauchen, ist ein Interface. So, im Interface, da haben wir hier die ME-Fertigungskonsole. Nützt uns erstmal nichts. Wir müssen eh erstmal die ME-Konsole bauen. Da brauchen wir einen Logikprozessor, also Gold. Okay, einer. Ansonsten, wo ist er denn schon wieder hin, die Konsole? Da. ME-Konsole. Ansonsten brauchen wir hier noch einen Logikprozessor, 2. Und ich glaube, für die andere Seite brauchen wir auch nochmal einen Logikprozessor. Bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war auch noch eine. Gucken wir mal. So, halt hier hin. Da. Logikprozessor 3. Richtig, da brauchen wir Netherwachs, Netherquarz und Fluixstaub. Kriegen wir hin. Hatten wir eigentlich auch alles gehabt. Wenn ich jetzt gerade keins finde, werde ich mir das ercheaten. Weil ich habe jetzt nicht nochmal vor Lust zu rennen. Ich will ja auch in dieser Folge noch quasi den Original-Server zeigen, so wie er jetzt aussieht. Ich brauche Gold. Gold. Das habe ich hier hineingehauen. So. Das Silikon habe ich noch. Ich mache mal Silizium. Silizium zuerst. Logikdruck habe ich auch noch einstecken, ist okay. So, wir hatten gesagt 3 Stück, ne? 1, 2, 3. Genau, darum machen wir jetzt auch 3 Stück. 1, 2, 3 Siliziumdrucke und dann nochmal 3 Gold hinterher. Das ist hier Lurium, das ist kein Gold, sehe ich gerade. Gold haben wir hier. Das hier Lurium kann stattdessen einfach mit hier rein. So, bam. Yep. Das raus, das raus. Logik rein, Goldbahn rein. Ich dachte jetzt gerade, sah so aus, als wäre da irgendwie was. Aber es war nur die Fackel. Wahrscheinlich stehen wir direkt auf einer Fackel. Und das hat jetzt geärgert uns. Nun gut.
Eins, zwei, drei. So, wunderbar. Das raus. Das hier hin. So, geht halt viel schöner. Das raus, dann zwei, drei. Und dann hätten wir auch da wieder befüllt. Und machen erneut nochmal ein paar solche Logik-Schaltkreise. So, drei Stück, das sollte eigentlich reichen. Einen Fluix kann ich rein nicht. Wo habe ich den normalen hingetan? Den habe ich, glaube ich, hier reingetan. Genau, normaler Fluix-Kristall. Den kann ich schon mal hier reinwurzeln. So, bitteschön. Bisschen Fluix-Staub, bitte. So, das andere braucht man keinen Fluix-Staub, glaube ich. Wenn doch, dann habe ich wahrscheinlich ein paar Kabel zu viel gemacht. So, 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 weil es hat eigentlich genau gereicht. So, Zertus Quarzstaub habe ich auch noch eins. Ach, das ist okay. Jetzt muss ich nochmal nach Netherstaub suchen. Netherquarz oder Netherstaub. Ansonsten, wie gesagt, hole ich mir das per Cheat Mode, weil entweder war ich dann nochmal losgegangen oder habe. Nee, ich glaube, ich habe Nether. Ja, ich weiß, wo ich Netherquarz herbekommen hatte. Ich musste mir keins holen. Ich habe das aus der. aus einer der drei Lucky Blöcke bekommen. Ich erinnere mich, ich habe das Netherquarz aus einem der drei Lucky Blöcke bekommen, da musste ich mir keins farmen. Was wir auch mal machen können, so nebenbei mal, denn das habe ich auch vervollständigt. Tatsächlich habe ich das hier vergessen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch in der Folge vervollständigen werde. Wie gesagt, im Originalserver ist es so. Ich habe tatsächlich hier wahrscheinlich ein, zwei Mal öfters nachgefüllt. Die Ore Berries werden hier schon fleißig mit eingebunden. Das heißt, hier im Original ist hier die ganze Ebene auch fertig. Und ich glaube, die ist sogar noch eins tiefer. Kann sein. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die ist sogar noch eins tiefer. Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Naja, jedenfalls, soweit, so gut. Sagt der Knut. Wie gut das tut. So. Ich werde das aber, wie gesagt, wir werden nachher nochmal auf den Original-Server gehen. Dann brauche ich das jetzt nicht nachstellen. Was wir jetzt noch machen, ist hier das Zeugs nachstellen. Die Netherquarzen, Netherwarzen hole ich mal halt mal im Game-Mode. Nether. Nicht die Netherwarzen, sondern das Netherquarz. Nehme mal 1, 2. So. Und hau hier mal so die hier rein. Da, bitteschön. Da, dankeschön. Hier oben haben wir stattdessen einen Fluix-Staub bekommen, das müsste reichen. Game Mode 0 gehen wir wieder raus. Blup. Und gucken uns um. Logikprozessoren. Wir müssen erstmal gucken. Weil wir hier ME-Konsole, genau. Dazu brauche ich erstmal ein Leuchtfeld. Leuchtfeld bekomme ich so. Auch da hatte ich ja, wie gesagt, ich hatte einerseits den Glowstone bekommen. Wo habe ich den denn wieder hingeknallt? Lalalala. Ich hatte ja, wie gesagt, in der letzten, da ist es, Arena-Folge ein bisschen Glowstone farmen können, oder der vorletzten besser gesagt, wo der Dü im Portal festhing. Ja, so, und so, machen wir uns einmal Leuchtfeld, das Zeug wieder raus, schön, das hätten wir, Quatsch, hier im E-Konsole, den Logikprozessor haben wir, Zertus Quarz Kristall, Logikflugstaub haben wir auch, so, okay. ME-Speicher, ne, ME-Konsole nochmal. Oh, hier brauche ich auch Fluix-Staub. Dann habe ich eindeutig ein paar Dinger zu viel gemacht. Ich habe auf jeden Fall noch Fluix gehabt. Oder ich habe mir welche gemacht, ich weiß es nicht mehr. Das heißt, ich werde mir den Fluix-Staub jetzt auch ercheaten. Aber wie gesagt, ist die letzte Folge. Ich will das möglichst schnell durchhaben. Fluix-Dingens. Wohlgemerkt, wie gesagt, im Original habe ich mir das Zeugs nicht ercheatet. Da habe ich mir das Zeugs selbstverständlich ercraftet. Die Folgen waren aber auch um einiges länger. Hat alles ein bisschen weniger Zeit in Anspruch genommen. Ich mache das jetzt so, um, wie gesagt, genau nachzustellen, was wir wie oder wo dastehen haben. So, heißt im Klartext, den... Warum habe ich eigentlich Netherquarzstaub gemacht? Ich brauche den Netherquarz, glaube ich, selbst. Mist! Weißt du was? Den Netherquarz selbst. Also noch einmal... ich weiß es nicht, die feine englische Art. Ich schmeiße jetzt auch ein bisschen was einfach beiseite, was wir nicht brauchen. So. Damit kommen wir trotzdem wieder raus. So. Und dann würde ich mal sagen, hier im ME-Konsole, das Teil braucht man noch. So. Blöpp. Hätten wir das. So. ME-Konsole Leuchtfeld. ME-Konsole so haben wir. Ein Glasfaserkabel hatten wir auch noch. Das habe ich, glaube ich, entweder hier drauf oder hier drauf. Ich weiß es nicht. Habe es draufgesetzt und die Konsole angebracht. So, schön. Das Problem war, ich wollte natürlich noch eine Fertigungskonsole machen. Das heißt, wir gucken mal. ME
Informationsfeld, MI-Fertigungskonsole, da ist er. Dazu brauche ich einerseits eine Werkbank, einerseits eine MI-Konsole und einen Kalkulationsprozessor. Der Kalkulationsprozessor hat mich ein bisschen vor eine Herausforderung gestellt, denn das geht ja nur mit reinem Zerptus-Quarzkristall und ja, den kriegst du mit Sand, Wasser, zu einem Zerptus-Quarz-Keim. Das heißt, wir haben hier einen Zerptus-Quarz, ich mache jetzt mal nur einen. Ich glaube, ich habe 16 oder 32, auf jeden Fall deutlich mehr gemacht. Wir können auch hier, ich habe nur, glaube ich, nicht mehr genug Sand dafür. Ja, auch den müsste ich halt wieder durchschreddern lassen, habe ich jetzt aber auch keinen Bock zu. Also auch hier wieder nur zum Zeigen, wie ich es gemacht habe. Ne? Wie gesagt, im Original habe ich den halt über die Säckenmüll nochmal durchgeschreddert. Sand. Aha, da ist er. Nehmen wir 64. Wie gesagt, ist ja egal, die Folge ist danach. Oder diese Welt, dieser Safe Point ist danach E-Fuji. Fuji-Fitschi. Sand dahin. Zertus Quarz dahin. Und dann haben wir hier 64. Ich habe, glaube ich, nur 16 oder 32 gemacht. Und die habe ich dann logischerweise am Ende der Folge noch hier reingeschmissen. Ja. Oder ich habe sie auch wieder aufgesammelt. Das kann auch sein. Ich muss aber erstmal hier. So. So. Damit das wieder passt. Und dann noch einmal. Wo sind sie hin? Da. So. Zertus Quarzkeim rein. Und habt ihr da drin reifen lassen. Natürlich werden die jetzt in der nächsten Folge nicht fertig sein, weil wie gesagt, der Dü hat ja den Server ausgeschalten. Die Query ist nicht großartig weitergelaufen. Heißt im Klartext, hier gibt es noch ein bisschen was. Das Tor hier, glaube ich, ist wieder offen, weil die Query halt weiter runter ist. Hier momentan arbeitet sie nicht. Auch da musste ich, das werden wir auch mal kurz Game-Mode-mäßig machen. Komm, nur damit wir es halt gemacht haben. Hier machen wir mal auf. So, auch hier musste ich irgendwo an der Seite irgendwie irgendwelchen Sand abfarmen. Man sieht ja hier teilweise nicht. Okay, hier war das. So, hier war weg, weg. Kies war es halt hauptsächlich. Okay, ja, hier, da, da, da. Musste ich teilweise sogar mit dem Fackeltrick, ihr kennt den ja, kann ich eine Fackel einstecken. Ja, mit dem Fackeltrick, weil ich halt nicht immer auftauchen wollte, hier halt Luft holen gehen. Warte, ich mach mal Game Mode 0. So, hier, ihr seht ja, krieg Luft, Fackel an die Wand. So, und schon kriege ich, dass ich hier noch Schaden kriege. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber okay. Oh, ich habe ja Schaufel mit. Dit. Mach das jetzt einfach just for fun mit. Und die letzten paar Minuten, da, wie gesagt, die begeben uns dann auf jeden Fall. So, Fackel wieder. Flop, flop. Schön Luft holen. Licht sehen, Luft holen. Ist schon eine schöne Sache. Zap, zap, zap. Liegt natürlich daran, dass oben drüber jede Menge Wasser ist. Dafür brauchten wir aber kein Wasser setzen. Oh, Fackeln. So. Da fackel ich nicht lange. So. Das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Zumindest hier von der Seite. Vielleicht ist hier noch was. Müssen wir mal schauen. Höppe, höppe, höppe. Wenn ja, muss das natürlich auch noch weg. Ja, tatsächlich. So. Okay, und dann kann auch die Query, hatte dann auch bei Gelegenheit gemacht, das Zeugs neu setzen. Das habe ich aber, glaube ich, nicht in dieser Folge gemacht, sondern sogar ein, zwei Folgen davor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der letzten Folge die Query schon gelaufen ist beim Nachstellen. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Nicht ziemlich, also ziemlich, aber nicht hundertprozentig. Toll. Kann man ja auch genauso gut ausdrücken. So, ich nehme mal hier kurz den Sand, um hier auch wieder reinzukommen. Yep. So. Okay, die Query würde dann auf jeden Fall loslaufen. Die Query läuft auch schon auf dem aktuellen Server, auf dem richtigen Server. Und ja, wir haben alles. Da, das Zeug haben wir reingehauen. Da drüben habe ich das Zeugs, die Dingens repariert. Ja, müsste alles gut und gerne nachgestellt sein, so wie es sein sollte. Zumindest von meinem Teil her. Dü hat natürlich viel mehr gemacht jetzt auf der, oder hat auf jeden Fall auch was gemacht in den letzten Folgen. Ich habe gesehen, dass er, bevor er hier zugebaut hat, warte, wir gehen mal dahin. Konnte ich nämlich hier sehen. Bevor er hier das Loch zugebaut hat, habe ich gesehen, dass er hier hinten einen dicken, fetten Reaktor geplant hat oder gebaut hat. Insofern wird wahrscheinlich eines der nächsten Ziele auch sein, ein besserer Reaktor. Ja, wir werden mal schauen. Einiges habe ich vor in den nächsten Folgen. Ich hoffe mal, oder ich gehe einfach ganz schwer von aus, die werdet ihr wieder aktuell sehen können. Und wenn ihr die aktuell seht, ja, dann schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Wie gesagt, nächste Folge auf jeden Fall wieder mit dem Dü zusammen. Ganz aktuell, nicht mehr nachgestellt, wenn ich nicht irgendwie wieder Scheiße baue. Und in dem Fall, ja, würde ich dann wahrscheinlich noch doch nochmal neu aufnehmen. Weil
Irgendwann muss ja auch mal gut sein. Beziehungsweise die Folge ist noch nicht beendet. Wir gucken uns, ich mache mal einen kurzen Cut. Ich starte mal den Original-Server, beziehungsweise den Server, den mir Lü geschickt hat. Wo halt quasi alles im Original ist. Da gehen wir dann mal drauf. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier befinden wir uns auf dem Original-Server. Ich sehe gerade, ich habe einen Gelbstich in der Kamera. Ja, muss ich mal gucken, dass ich das bei Gelegenheit hinkriege. Momentan ist egal. Hier sind wir auf dem Original-Server wieder drauf gelandet. Man sieht schon, meine Rüstung ist verzaubert, aber die hat auch schon ganz schön gelitten. Das heißt, die wird nicht mehr lange halten. Sogar die Schuhe, die hat es schon zerlegt. Ansonsten hier steht nach wie vor eine Enderperle. Das ist auch bei unserem Nachstellen so gewesen. Hier drüben ist ein bisschen was, was nicht beim Nachstellen ist, weil ich habe natürlich allein durch die Kämpfe schon deutlich mehr an Futter verbraucht. Da hat es einiges weggefuttert. Hier drin können wir mal reingucken, was haben wir da bekommen bis jetzt. Das XP Boost 3, XP vom Mapkills. Oh, coole Sache. Atmung 3 ist auch nicht schlecht. Effizienz, reparieren, Nemesis der Gliederfüßer, okay, zertrümmern, Dornen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal 3 Büchlein bekommen, das ist auch toll. Lederstiefel, haufenweise Lederstiefel, Leder selber haben wir ein bisschen was, das ist toll. Jede Menge Fischis mal wieder. Und naja, das ist ja schon mal nicht wert. Beziehungsweise es kann auch sein, weil wie gesagt, der Server lief ein bisschen. Das heißt, wenn es hier nicht weil gestern habe ich nochmal kurz drauf geschaut, ob der Server auch läuft. Da war, glaube ich, das Buch noch nicht da. Das heißt, es kann sein, dass dieses Buch eben nicht vorhanden ist. Ist aber dann auch nicht schlimm. So, ansonsten gucken wir mal runter. Hier übrigens, auch hier sieht man etwas mehr Platz. Das liegt daran, dass hier noch ein Creeper explodiert ist. Und zwar tatsächlich nach der Aufnahme. Quasi jetzt nach dieser Folge tatsächlich bin ich nochmal durch die Gegend mit Düs Erlaubnis. Habe gesagt, ja, ich mache noch ein paar Screenshots, wenn ich darf. Dü hat es erlaubt. Und ja, draußen vor der Tür stand ein Creeper. So, hier die Ender Chests. Die habe ich tatsächlich aus einem Lucky Block bekommen. Genau wie den Netherquarzen wahrscheinlich. Oder das Netherquarz, was ich brauchte. Hier haben wir noch ein bisschen Needlegun-Anno. Und die Ender Chest, da habe ich, glaube ich, 2 Stücke bekommen. Da habe ich eine hier hergestellt. Und eine soll demnächst dann, ja, unten in die, ins Portal. Oder in, ihr wisst schon, ins, ja. In die Arena, genau. Jetzt habe ich wieder. Okay, so, gucken wir uns mal um hier. Die Kisten, ihr seht schon, alles auffällig leer, außer hier hinten. Das liegt halt daran, was ich auch am Ende der Folge schon angefangen habe, hier ordentlich was einzusortieren, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Wie gesagt, ansonsten, ja, okay, ich habe es ein bisschen anders gestellt. Ich habe den doch nicht abgebaut. Ich habe das Teil dahinter gestellt, gut zu wissen. Aber hier, Gravurmaschine, Energy-Rezeptor, das Teil steht richtig und ich habe den hier halt woanders hingestellt. Ansonsten passt das auch. Hier, der eine scheint momentan wahrscheinlich durch die Quarry, weil die Quarry halt mehr Energie zieht und die deswegen mehr arbeiten und mehr verbrennen, scheint da nicht dauerhaft zu arbeiten. Ist aber nicht ganz so wild, müssen wir halt bei Gelegenheit hier hinten noch einen Ofen hinsetzen, weil Holz haben wir genug. Hier sieht man auch, ja, ordentlich aufgefüllt, Netherwarzen haben wir gut da, wir können ein paar Tränke herstellen, wenn es denn mal notwendig sein sollte. Wir haben Quarzglas, hier hinten noch eine Truhe, die ich mir hingestellt habe und hier hinten... Wie gesagt, die Enderlilien-Samen, die doch jetzt auch schon auf 86% teilweise schon hochgewachsen sind. Wie gesagt, das mit dem Endstone hat gut funktioniert. Hier ausgerüstet, passt soweit. Die Kisten sind logischerweise nicht weitergewandert. Ansonsten, ja, die Kiste ist immer voll. Dann können wir nochmal runter gucken und dann gucken wir auch nochmal in die Arena, um sie uns alles anzuschauen. So, hier unten, ich habe doch keine Mauer gebaut, wie man sieht. Aber ich habe das hier so um die Ecke gesetzt, so war das genau. So, hier hinten habe ich das Tor aufgemacht. Und wenn man jetzt hier quasi, Lü müsste ja schon, ist ja jetzt schon auf meinem Gebiet, das heißt, er kommt jetzt schon nicht an die Kisten ran. Wenn er jetzt eindeutig auf mein Gebiet geht, auch da kommt er nicht an die Kisten ran. Das heißt, da besteht schon mal keine Gefahr, dass er irgendwie versuchen könnte zu looten. Hier ist die Turtle, oder die Quarry besser gesagt. Man sieht auch, wie sie am Arbeiten ist. Schöne Sache, schöne Sache. So sollte es sein. Ich weiß nicht, wie gesagt, hier hinten, da musste ich, glaube ich, den Filter nochmal neu setzen. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh, hier habe ich vorne angeschlossen, nicht hinten. Ist ja auch egal. Beim anderen habe ich, glaube ich, bei der anderen Welt habe ich es oben drauf gesetzt. Hier den Filter. Ja, okay, hier scheint alles drin zu sein. Es kann aber auch sein, dass ich gestern einfach zum Test, nur damit ich weiß, was noch fehlt, Diorit und Andesit musste ich, glaube ich, nochmal neu setzen. Müssen wir machen. So, ansonsten hier oben, ja, da hat sich nichts geändert, logischerweise. Die Kills können wir jetzt nicht sehen. Wir sehen, ich habe jetzt 4 Kills auf der Leiste stehen, statt nur einem eben. Oder nur 2 besser gesagt. Ja, und diese 4 Kills, ja, sind schon was wert, denke ich.
sind eine Hausnummer. Ich habe aufgeholt auf jeden Fall. Der bei auch bei den Toten ist der liebe Dü jetzt mindestens bei der Hälfte von mir angekommen. Denn er ist auch einmal verbrannt. Hier hat sich jetzt nichts geändert. Die ist alles noch so, wie es ist. Hier draußen ist erstmal alles geblieben. Da werde ich vielleicht später oder früher mal noch was machen. Jetzt im Moment habe ich es nicht geplant. Jetzt läuft es erstmal so, wie es ist. Wir gehen mal hier lang. Und rennen und rennen und rennen und rennen mal in die Arena. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. Bei Dü selbst kann ich nicht aufs Gebiet. Will ich auch nicht angucken. Letzten Endes, was da geschehen ist. Da müsst ihr euch schon Dü's Sachen anschauen. So, hier in der Arena sieht man Sinn. Mit voller Sinn drin. Jeder hat drei drin. Wobei Dü halt schon den Emerald gefunden hatte, den er direkt opfern musste. Hier in der Arena dürfte gerade nichts drin sein, ne? Nein, das ist leer, die Kiste. Ich habe auch hier eine Kiste hingestellt, das habe ich noch nicht gemacht. Hier sind Olivinen, Brustpanzer und so weiter und so fort. Alles Zeugs, was auch schon mal in Verwendung war. Ich glaube, das war das Zeugs, was ich gecraftet habe, was unverzaubert ist. Meine, sagen wir mal, Leggy-Falle steht immer noch da. Ist nicht so wild. Ich glaube, ich habe mich hier hochgebastelt. Hier hoch gesteckt, und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, hat sich hier nichts großartig zu dem geändert, die, wo ich die Sentry Guns habe. Die müssten irgendwo zu Hause sein. Ich bin nicht genau informiert, wo. Weil, wie gesagt, ist ja eine Weile her, die Aufnahme. Ich habe jetzt nur aus dem Gedächtnis halt alles wiederhergestellt, was möglich war. Wir gucken uns, das können wir noch machen. Wir gucken uns mal an, wo das neue Portal steht. Nur damit wir wissen, ja, okay, das Portal war wegen Dü's Explosion. Creeper war wohl durchgegangen, Dü ist durch, der Creeper ist explodiert und ja, das Portal war aus. Ich bin durchgegangen, er hatte kein Feuerzeug mit. Da bin ich halt einfach nur mal durchgegangen, habe ein neues Portal gemacht und er hat sich hier hochgebaut und ist durchgekommen. Okay, soweit, so gut. Flip, sehr schön. Da sind wir auch schon halt auf dem falschen Gebiet hier ran und gehen nochmal runter. Wie gesagt, ein Jetpack vom Dü habe ich bekommen und gewonnen, dass er mit hatte. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass er das mit hatte, dass er es vielleicht einsetzen wollte. Er hat wahrscheinlich absolut nicht damit gerechnet. Hier ist die andere Enderküste. Wir können ja mal gucken. Jetpack. Nö, ist nicht hier eingelagert. Wo habe ich das Teil dann? Kann ich es einstecken? Nein. Hier sieht man den einen Transportwagen, Spawner, bla 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 bla. Ich weiß gar nicht, hier ist meine Needlegun, okay. Wo das Jetpack jetzt gerade ist. Auf jeden Fall muss ich das auch noch irgendwo rumliegen haben. Ah, hier ist es da. Elektrisches Jetpack, ihr seht schon, die Hälfte an Energie habe ich verbraucht. Ja, das lag halt mehr oder weniger daran, dass ich ja logischerweise, naja, das andere Zeugs bauen musste. Naja, also beziehungsweise, dass ich ja logischerweise die Energie nicht auffüllen kann. Momentan zumindest noch nicht. Das wird vielleicht noch kommen. Ansonsten sieht man hier, die Ebene ist fertig. Und wenn wir runtergehen, momentan gibt es da noch keinen Durchgang hier. Das werden wir bei Gelegenheit mal machen. Aber hier geht es momentan runter. Und wenn wir hier sehen, auch hier ist die Ebene vollständig fertig. Die Turtle hat sich hier in die Ecke zurückgezogen, weil die ja immer von der Seite anfängt. Und ja, wir haben zwei Ebenen, wo wir ordentlich uns ausbreiten können, ordentlich bauen können. Ich werde die Turtle wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme direkt nochmal eine Ebene drunter setzen lassen. Einfach nur just for safety, weil wenn ich an der unteren Ebene arbeite und dann irgendwie hier runter muss, wäre ja doof, wenn ich dann ja nicht und so, ihr wisst schon, ne? Ich weiß es nicht, ist auch nicht so wild. Jedenfalls, das ist alles, was wir noch haben. Das hier, so wie das hier, hinten in der Ecke. Da haben sie uns noch nicht genau angeguckt. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter gebuddelt, als ich hätte müssen. Hier, so steht das Zeugs jetzt da. Da hinten. Ach, ich habe den noch nicht mal reingesetzt. Okay, ich habe den Verzauberungstisch noch hier vorne stehen. Den habe ich noch nicht mal reingesetzt. Das muss ich noch machen. Wenn es notwendig ist. Dann haben wir hier die Mukus. Sind ein paar da. Ein paar Schäflis. Und hier drin jede Menge Hühnchen, weil ja ab und zu mal ein Ei kam, das ich immer wieder mit reingeworfen habe. So. Ansonsten, ich denke mal, das war's. Endlich mal wieder eine längere Folge. Aber die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch wieder länger werden. Den Milcheimer, ja, genau. Werden auch wieder länger werden, die werden auch wieder spannend werden, auf jeden Fall, besser auf jeden Fall als diese. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass das halt passiert ist, weil man steckt halt manchmal nicht drin. Es war tierisch ärgerlich für mich, dass das so extrem schief ging mit dem Dingens, was ich noch zeigen wollte, genau. Hopp, hier, wie gesagt, die Dinger, die wir noch gemacht haben, die Zertus-Quarz-Keime sind 32 Stück, okay. Blub, hau ich wieder rein. Sind auch noch nicht so fortgeschritten gewesen. Ich komme jetzt gar nicht mehr ran.
Toll. Ist jetzt zu weit geworfen. Na, ist egal. Jedenfalls, die waren auf jeden Fall noch nicht weit fortgeschritten. Die werden auch noch nicht weit fortgeschritten sein, so weit wie sie jetzt sind, auf keinen Fall. Weil wieder der Sulfur lief jetzt schon ein paar Minuten, bevor ich angefangen habe. Auch die Turtle wird oder die Query wird nicht ganz so weit sein. Ist aber auch nicht so wild. Deswegen gucke ich hier auch nicht in die Kisten rein, was hier ist. Die aber sind da sowieso noch keine. Und ja, Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann wird es garantiert wieder spannender. Dann ist der Dü da. Dann geht es wieder mit dem Dü gemeinsam los. Dann muss ich nichts mehr nachstellen. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Oh, das hier seht ihr noch. Black Mask, der Black Mask und so weiter und so fort. Das liegt halt daran, an dem J. J, J. Nee. Erstmal Inventar. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. An den Claimed Chunks, was ich machen wollte. Hier, hier ist die Spawn Area. Hier ist Düs Gebiet. Der hat seins auch noch markiert, sozusagen. Muss aber hier noch ein bisschen was wegnehmen, weil das außerhalb ist. Und hier ist mein Gebiet. Ich habe es so gemacht, dass wirklich nur die Gebiete, die wirklich eindeutig innerhalb des Chunks sind, die dürfen so gemacht werden, weil wenn sobald das gemarkiert ist, kann ich auf seinem Gebiet nicht mehr abbauen. Und auch keine Kisten öffnen etc. pp. Das dürfte ich aber theoretisch, erstens wenn es hier draußen ist, hier der äußere Kranz, da darf ich das. Und zweitens, ja wie gesagt, könnte man das auch als Chunkloader nehmen, wenn man hier Chunkloadet, ist auch schon drin. Ist zum Teil schon gemacht. Ist aber nicht notwendig jetzt, wie gesagt, ich habe ja die Query umgesetzt. So, Leute, danke fürs Einschalten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann geht's mit dem Dü voran. Dann wird's wieder spannend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.